Viele leiden auch, wenn man das Seele nicht sofort erkennt. Dort, wo Tourismus alles lenkt, Terrorismus alles bringt. Zu viele kranke, gestörte Seelen, die mit Vergnügen und Schuldige quälen. Doch sie wollen die Wahrheit nicht stören, damit die Illusion nicht stirbt, in der wir in Deutschland leben, Gedanken manipuliert, Neoliberalismus regiert. So ist die Welt, 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 so ist die Welt. Und so bleibt sie, bis sie durch uns verweckt.